Hi, Steffen hier. Hier mal eine kurze Anleitung, wenn du eine Trance oder Meditation oder ähnliches aufnehmen willst, wie das am besten geht. Und zwar mit relativ wenig Aufwand. Du brauchst irgendeine Art von Headset, zum Beispiel das hier von Apple. Du brauchst irgendeine Art von Rechner. Ich habe jetzt im Moment ein Mac. Das geht aber genauso auch auf einem Windows-Rechner. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir einfach in die Kommentare. Und dazu brauchst du eigentlich nur noch eine Software und da zeige ich dir jetzt einfach mal, wie du die am besten findest und runterlädst, installierst und dann damit arbeitest. Wir gehen einfach auf die Seite audacityteam.org. Das ist das Programm, das ich auch gerne verwende, wenn es um Kleinigkeiten geht. Ansonsten nutze ich Logic, aber das muss am Anfang nicht sein. Dann kann man das hier runterladen. Gibt es sowohl für Windows als auch für Mac, als auch sogar für Linux. Da habe ich es jetzt noch nicht verwendet. Und dann laden wir einfach die DMG-Datei herunter, also das Archiv, und gönnen uns noch ein paar Sekunden der Ruhe. Sehr gut. Sehr witzig. Ich habe das Video gerade schon mal aufgenommen, dann aber ohne Ton. Und da ging der Download viel schneller. Das war jetzt sehr schön. Okay. Dann öffne ich eben das Ganze und ziehe das Ganze in Applications. Hab's natürlich schon drauf, aber ersetze es einfach mal. Dann kann ich das hier schließen und öffne das Programm mit Command-Leertaste Audacity, also mit dem Finder, bestätigen und schon ist es da. Jetzt habe ich hier Core Audio, weil ich keine Soundkarte sonst angeschlossen habe. Ich nehme hier das integrierte Mikrofon Soundflower, das können wir jetzt mal total ignorieren. Stereo ist das Ganze, eigentlich nicht, also nehmen wir Mono und das passt mit dem Ausgang. Wenn ich hier oben draufklicke, dann sehe ich hier, dass da der eine Kanal eben aktiv ist, was ein gutes Zeichen ist. Und jetzt kann ich einfach hier auf Aufnahme gehen und schon wird aufgenommen. Also nimm einfach Platz und spür den Kontakt zum Boden. Atme ganz einfach in deinem Tempo ein und aus und fang an, mit dieser Software zu spielen. Ja, so einfach geht das. Ich stoppe das Ganze mal wieder. Das heißt, ihr habt gesehen, dass es einfach von links nach rechts hier diese schönen Wellen erzeugt hat, die für die Sprache stehen. Und jetzt gibt es als nächstes die Möglichkeit, hier noch eine zweite Spur dazu zu tun. Zum Beispiel mit Klaviermusik. Das wäre doch mal was. Importieren. Ton. Hui. Ja, meine neue CD. Nehmen wir doch einfach mal Funke. Endlich auch auf CD. Bald. In 4 Wochen etwa. Vorbestellungen unter www. Nee, Quatsch. Also, wie ihr seht, ist dieses Stück natürlich etwas länger als das, was ich bisher aufgenommen habe. Also markiere ich da ein bisschen was und kann hier schon mal ein bisschen mit den Funktionen von Audacity spielen, nämlich dieser Schere. Bekannt aus anderen Programmen wie Word zum Beispiel. Dann kann ich hier bisschen reinzoomen, dass das Ganze wieder etwas übersichtlicher wird. Und habe hier meine Sprache und hier mein Klavier. Das heißt, wenn ihr das jetzt für euch abspielen würdet, dann kommt das Ganze aus den Boxen. Und ich kann mal ausprobieren, was ist, wenn ich das hier einfach mal laut mache und abspielen lasse, ob ich dann, nee, Quatsch, dann drückt dann wird das ja nur über den Kopfhörer, den ich gerade dran habe, übertragen und das wäre nicht so gut für mich. Also lasse ich das. Aber wenn es abgespielt wird, mit Leertaste zum Beispiel, dann höre ich jetzt, wie ich spreche und das Klavier spielt. Es gibt hier noch ein paar Möglichkeiten, das Ganze recht einfach anzupassen, nämlich hier die Lautstärke zu erhöhen oder zu erniedrigen, das Ganze nach rechts oder links im Panorama fix zu verteilen.
und das eben jeweils für die Spur. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, damit könnt ihr schon mal rumspielen. Wie man das Ganze dann schneidet, wie man so ein Panorama-Ding vielleicht auch mal von links nach rechts wandern lässt während der Aufnahme oder während dem, wenn was dann abgespielt wird. Wie man dazu Effekte tut, wie der Raum gestaltet werden soll, damit möglichst wenig Nebengeräusche sind und was alles sonst noch dazu gehört. Das erzähle ich euch gerne im nächsten Video. Also Schritt für Schritt, weil mein Plan ist jetzt alle paar Tage so ein Video zu veröffentlichen, um einfach zu zeigen, wie einfach es ist, Trancen, Meditationen, Entspannungsreisen, wie man es auch immer nennt, aufzunehmen mit recht geringem Budget und somit dann erstmal sich selber natürlich eine Freude machen zu können und im nächsten Schritt natürlich auch das seinen Kunden zu geben, seinen Freunden, Bekannten, um einfach die Welt Schritt für Schritt immer entspannter werden zu lassen. Das fände ich sehr fein. Die Musik Funke könnt ihr gerne kostenlos zum Testen verwenden. Unter, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das gerade gespeichert habe. Ich glaube, da entspannt.de/funken. Ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist das, den Link schicke ich gerne Menschen, die ich kennengelernt habe. Das heißt, wenn du mich kennenlernen willst, beziehungsweise wenn du das Ganze runterlädst, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns kennenlernen würden. Zum Beispiel hier oder hier oder hier, aber dann bitte vorher Bescheid geben, damit ich dann auch da bin. Und hier kann man, glaube ich, inzwischen, na, nicht einfach draufklicken, das muss ich noch machen, aber Rechtsklick, Laden und so weiter, kennt ihr alles. Genau, und dann, wie gesagt, gerne hier einfügen, damit spielen. Und das, was dann noch fehlt, ist, das Ganze zu exportieren. Das geht über Datei, Ton exportieren. Entweder als WAV, dann hat es wirklich richtig, richtig gute Qualität. Besser als das Mikrofon wahrscheinlich hergibt. Und dann gibt es hier aber auch natürlich MP3. Dann das Ganze mal ganz klassisch Test 1, 2, 3. Gibt den Ort an. Bei Mac muss man hier noch draufklicken, dann hat man noch mehr Möglichkeiten. Was sieht man hier Schönes? Naja, das ist schon alles okay. Die Voreinstellung, ja, das ist gute CD-Qualität hier, das reicht in der Regel auch. Und wenn ihr dann auf Sichern geht, erstens sagt er, dass das alles zusammengetan wird und die Länge wird sein von hier bis hier. Das heißt, das wird auf zwei Stereokanäle zusammengemischt. Das ist auch in Ordnung für mich. Und hier gibt es ja noch die Möglichkeit, alle möglichen witzigen Angaben zu tätigen oder auch total sinnvolle. Meditationstest. Das stimmt nicht. Das ist Audacity. Logic nutze ich sonst. Dazu vielleicht auch mal später mehr. Aber die Sachen sind auch nicht so dringend. Also MP3, Metadateien. Ja. Okay. So einfach wird es wahrscheinlich bei euch nicht sein, weil wenn ihr Audacity das erste Mal installiert habt, dann braucht ihr noch eine extra Datei, die ich hier auch zeigen kann. Das ist lame. Könnt ihr gerne mal googeln, für was das steht. Und diese hilft dem Programm, das Ganze als MP3 zu speichern. Das heißt, ihr werdet beim ersten Mal aufgefordert, diese Datei dem Programm zu zeigen, wo sie ist. Da ihr sie noch nicht habt, müsst ihr sie erstmal runterladen. Und wenn man dann draufdrückt, dann kann man mit etwas Suchen auch sehr leicht erkennen, wo das Ganze ist. Also für Mac hier draufklicken. Dann zur Download-Seite. Hier wird auch nochmal alles schön erklärt. Das muss ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Ich nutze dann gerne die ZIP-Datei, denn da kann ich besser kontrollieren, wie das Ganze dann gespeichert wird, damit ich es auch wieder finde. Öffne das Ganze. Ja. Vielleicht muss ich hier doch noch was ausschwärzen. Ich mache es einfach anders. Nämlich so. Ha. Claim. Da ist es. Diese Bibliothek kann ich dann hier angeben.
also nicht ich in dem Fall jetzt schon hier, aber du dann anders. Audacity Clip MP3, hier habe ich es mal in den Ordner reingespeichert und dann hier einfach bestätigen und dann funktioniert das auch mit dem Exportieren. Wenn es damit irgendwelche Probleme gibt, dann gerne mir schreiben. Ansonsten freue ich mich über Feedback, über Fragen, über Wünsche zum Thema Aufnahme. Was die Musik betrifft, wie gesagt, ihr könnt gerne das Funkenstück zum Testen ausprobieren, falls ihr das Ganze professionell nutzen wollt, als Geschenk für eure Kunden oder auch sonst weitergeben wollt. Gebt mir nicht nur Bescheid, sondern fragt mich bitte danach, denn das ist das, mit dem ich meine Entspannungsprojekte, sage ich mal, finanziere. Und das wäre schön, wenn ich dann da auch was davon habe. Ja, jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Ach ja, eine Sache noch, Werbung bzw. in Kontakt bleiben. Werbung natürlich, klar, CDs gibt es von mir auf der Seite www.entspannt.de im Shop, aber viel wichtiger, wenn du weiterhin informiert bleiben willst über diese Tutorials, wie ich die ganzen Meditationen draußen etc. aufnehme. Das wird einerseits natürlich Software-Tipps geben, es wird Tipps zum Thema Raum, wie nehme ich am besten auf, welche Hardware brauche ich vielleicht, um das noch ein bisschen professioneller zu machen, also welches Mikro. Wie kann ich das dann auch ins Netz stellen? Wie kann ich es verkaufen auf CD oder per Download? Wenn du da mehr wissen willst, dann schick mir einfach eine E-Mail. Machen wir es doch so. Genau, wir machen es mal ganz unkompliziert, ohne großes E-Mail-Programm-Dingens. Schick mir einfach eine E-Mail an steffen@entspannt.de. Und dann bist du auf dem Verteiler und ich schicke dir dann die Videos, die dann Schritt für Schritt entstehen. Bis dahin wünsche ich dir eine super gute Zeit. Genieß das Wetter, wenn die Sonne scheint und wenn es regnet auch. Und viel Spaß beim Ausprobieren.